die im heiligen Walburga, stammt aus Südengland. Sie ist Schwester des heiligen Willibald, des ersten Bischofs von Eichstätt. Im Jahr 750 kam heilige Walburga nach Germanien und wurde im Kloster in der Nähe von Heidenheim aufgenommen. Nach dem Tod ihres Bruders Wunibald übernahm sie die Leitung des Klosters und errichtete ein zusätzliches Frauenkloster. Als Äbtissin stand sie an der Spitze des Doppelklosters. Ihr Gedenktag ist heute am 25. Februar. Wir wollen uns bei dem heiligen Walburga Kraft und Anregung holen, damit auch wir bereit sind, Zeugen des Glaubens zu sein und den Glauben weiterzugeben. Walburga war die erste Missionsschwester in Deutschland. Ehre sei ihr daher für alle Zeit. Barmherziger Gott, du hast dem heiligen Äbtissin Walburga einen starken Glauben und ein mütterliches Herz gegeben. Hilf uns, auf ihre Fürsprache an deinem Wort festzuhalten und in der Welt deine Güte sichtbar zu machen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.